Wir von der Übergabe haben ein Ziel: jeden Tag die Pflege ein Stückchen besser machen. Darum machen wir nicht nur unsere Podcasts, die Übergabe und das Pflegeupdate, sondern wir haben auch unsere Briefings ins Leben gerufen. Die Pflegebriefings erhältst du einmal in der Woche per Mail, wenn du bei uns Mitglied wirst. Und natürlich bekommst du auch Zugang zu unserem gesamten Archiv auf der Homepage. Bei den Pflegebriefings stellen wir dir jede Woche eine neue Studie vor und fassen diese kurz und knapp für dich zusammen. Klar, Zeit ist knapp. Die Ergebnisse kannst du dann vielleicht für deine pflegerische Praxis gut gebrauchen. Oder die Studie gibt dir vielleicht auch einen Anhaltspunkt, um ein Thema bei dir auf der Arbeit zu bearbeiten. Und vielleicht ist sie auch Grundlage für einen Journal Club oder den evidenzbasierten Unterricht in der Schule. Es gibt tatsächlich sehr viele Möglichkeiten, diese Briefings zu nutzen. Und damit du diese Briefings bekommst, musst du bei uns Mitglied werden. Du kannst ja sogar eine Mitgliedschaft mit einem Kollegen oder einer Kollegin teilen. Und das Beste ist, wir bieten unsere Mitgliedschaften auch für größere Teams an. Wenn du also die Briefings für einen Kurs, eine gesamte Klasse, deine Mitarbeitenden im Krankenhaus oder der Langzeitpflege oder deiner Pflegedirektion haben willst, dann schau gerne mal bei uns auf der Homepage vorbei, www.übergabe.de/Mitgliedschaft. Dort haben wir alle Infos für dich bereitgestellt. Und das Allerbeste an der Sache ist, wenn du Mitglied bei uns wirst, unterstützt du uns und wir können unsere Inhalte und Angebote noch viel besser für dich machen. Und wer weiß, vielleicht ist das sogar der Beginn einer kleinen Community. Danke, dass du uns treu bist. Dein Team von der Übergabe. Ein ganz herzliches Hallo vom Deutschen Pflegetag aus Berlin. Wir sitzen jetzt hier an unserem Stand und mit wir meine ich einmal mich, den Lukas vom Pflegeupdate, und mir gegenüber sitzt die Michelle. Hallo. Hi. Michelle. Schön hier zu sein, aber wir sind nicht zu zweit, wir sind tatsächlich zu viert. Zu fünft. Ja. Stimmt, Christian ist auch hier, aber Christian fliegt wie immer irgendwo durch die Menge. Ja. Dieser Mann, einfach nicht zu fassen. Ja, ich bin Max, ich bin auch da. Ja, und ich bin Eva und ich bin auch dabei. Genau, also wir sind mal wieder, wie jedes Jahr beim Deutschen Pflegetag. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns riesig, dass wir hier sein dürfen. Wir haben schon ganz viele schöne Momente gehabt und wir haben mit ganz vielen tollen Personen bisher gesprochen. Ja, Eva, da hast du auf jeden Fall recht. Ich kann nur einmal ganz kurz vorweg sagen, also ich war ja schon mal da, aber ich weiß, dass Max und Michelle beide noch nie auf dem Deutschen Pflegetag waren. Premiere. Eine kleine Premiere. Ja. Deshalb die Frage, bevor wir starten, wie gefällt es euch bislang? Es macht irre viel Spaß. Sorry, wenn ich dir jetzt das Wort vorweggenommen habe. Gar kein Problem. Es macht irre viel Spaß. Es ist natürlich auch ein bisschen anstrengend. Viele Menschen, viele Eindrücke. Aber ich würde nicht tauschen wollen. Ja, es ist schön, wenn man einfach mal sieht, ja, man kennt ja sonst viele Leute vom Namen oder hat sie schon mal gesehen, aber wenn man sich dann in Person nochmal unterhalten kann. Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange, sondern steigen ein in die O-Töne, die wir aufgenommen haben. Da hatten wir heute schon vielfältige Möglichkeiten und zunächst geben wir das Wort natürlich an Frau Vogler. Ja, wir sitzen jetzt hier bei uns am Stand mit Christine Vogler, der Präsidentin des Deutschen Pflegerates. Herzlich willkommen, Christine, ja, bei uns am Stand. Ich bin gern gekommen. Sehr schön. Stand ist ja sehr schön, weil es ist ein Tisch, aber so ist das. Wir haben aber auch einen Roll-up, wo das ganz stimmt. Groß steht Übergabe-Podcast drauf. Wir haben ja heute Morgen schon ganz kurz nach der Pressekonferenz miteinander gesprochen. Ich glaube, es lässt sich ganz gut sagen, es wurde sehr viel geplant für den Pflegetag und dann kam gestern Abend der Koalitionsbruch und irgendwie ist alles über den Haufen geworfen. Fasst es das ganz gut zusammen? Also ich war gestern Abend noch auch bei einer Veranstaltung und morgens war es ja schon irgendwie so, also für mich war es ein Schock mit Trump und der Wahl in den USA, die natürlich auch eine Signalwirkung auch in die Welt hat. Und dachte dann, ja, was kann heute noch passieren? Und das konnte dann noch passieren, das ist dann auch passiert. Die Koalition ist auseinandergebrochen und für mich ist wirklich die Situation, dass eben die Gesetze, die jetzt die Pflege wirklich gestärkt hätten, jetzt alle nicht in dem zeitlichen Fenster kommen, in dem wir es uns gehofft haben. Und die Gesetze hätten ja noch einen Weg gehabt, ne? Also das Pflegekompetenzgesetz war als Referentenentwurf draußen und war noch nicht im Kabinett. Es hätte sowieso noch in den Bundestag gemusst und da wäre sicherlich auch noch einiges an Federn gelassen worden. Also hätte man auch noch diskutieren müssen. Und diesen Weg verschieben wir jetzt wieder.
Und das finde ich schon fast ein bisschen gefährlich, was wir hier mit der Pflege machen und auch mit der pflegerischen Versorgung, weil jeder Tag, den wir dieses Gesetz nicht auf den Weg bringen, ist wirklich ein verlorener Tag für die Versorgung der Menschen. Das Pflegekompetenzgesetz, Pflegekompetenzgesetz meinst du jetzt? Ja, genau. Aber natürlich auch die anderen Gesetze, ne? Das ist ja mal dieser Dreierkonstrukt Pflegefachassistenzgesetz, was auch auf den Weg gebracht werden hätte können mit den einheitlichen Zugängen, was wir sehr unterstützt haben, weil natürlich dieses Bildungsprojekt, was wir jetzt auch diskutieren beim Deutschen Pflegetag, dieses bundeseinheitliche Pflegeausbildungskonzept, wo auf jedem Qualifikationsniveau Menschen einsteigen können, sich weiterqualifizieren können und sich wirklich über die ganze Strecke wirklich überhaupt gar keine Barrieren mehr im Bildungsbereich aufmachen, damit hätten starten können mit diesem Gesetz. Und ja, und das ANP-Gesetz ist ja noch nicht mal im Referentenentwurf draußen. Wobei uns das BMG da wirklich auch deutlich gesagt hat, das Gesetz ist fertig. Es ist durch die Ressorts der anderen Abteilung gelaufen. Das hätte nicht mehr viel dazu gefehlt, dann wäre es gekommen. Und das ist natürlich bitter. Das ist auch total frustrierend, finde ich. Wir haben ja in unseren Folgen des Pflegeupdates jetzt seit knapp, ich glaube, 20 Folgen, also so das ungefähr, sind 40 Wochen, also fast ein Jahr, vielleicht noch länger, sprechen wir über diese Referentenentwürfe, lesen uns ein und es ist weg. Und das ist für uns frustrierend, aber ich frage mich, wie frustrierend muss das sein, wenn man da noch ganz aktiv dran mitgewirkt hat? Ist das nicht, ich meine, die Arbeit ist nicht weg. Ja, das ist natürlich, ich kenne das ja seit Jahren. Also wir haben Pflegekammern, die wieder abgeschafft werden, kaum dass sie irgendwie den ersten Atemzug getätigt haben. Wir haben Länder, die haben Weiterbildungsstrukturen von 1990. Also das ist ja was mir täglich begegnet. Wenn Dinge entstehen, Dinge werden wieder weggenommen. Natürlich ist es wirklich tragisch, bedauerlich, aber es hilft uns tatsächlich nichts. Ich lasse mich auch nicht kleinkriegen, wirklich. Also und wir haben auch, ne, wenn man das KHVVG, also das Krankenhausversorgungsstärkungsgesetz letztendlich oder die Krankenhausstrukturreform, da werden natürlich alle Bereiche, wenn wir die Pflege nicht stärken, wird jedes andere Gesetz tatsächlich auch nicht umgesetzt werden können. Diese Gesetze sind jetzt auch gestoppt und ich meine, heute Morgen, der Minister hat es ja wirklich deutlich aufgezeigt. Die Gesetze, wenn die jetzt nicht kommen, findet ein unregulierter Abbau von Gesundheitsversorgung statt. Es geht ja gar nicht darum, ob Kliniken jetzt verdienen oder nicht verdienen. Es geht darum, was die Menschen in diesem Land an Versorgungsstruktur bekommen. Und das passiert jetzt unreguliert. Und da verstehe ich tatsächlich auch politisches Handeln an der Stelle nicht. Und wir können nur hoffen, dass wenn wir eine neue Regierung bekommen, dass sie das Gesetz nehmen und ins Kabinett bringen und nicht nochmal anfangen, neu zu diskutieren. Das können wir uns wirklich zeitlich überhaupt nicht leisten. Ich hoffe auch, dass es so kommt, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, so wie ich den Politikbetrieb derzeit einschätze, da geht es ja viel um Gefühle und jeder muss sein eigenes noch machen. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das den Umweg durch eine erneute Aufarbeitung durch die dann regierenden Parteien, daran werden wir nicht vorbeikommen, fürchte ich. Nee, kommen wir nicht, weil natürlich jeder, der kommt, tatsächlich auch erstmal seine Marke setzen muss, so ist es einfach. Vielleicht ist es auch ein Stück weit verständlich, aber auf der anderen Seite gab es ja wirklich ein breites, und das hat mich eigentlich auch gefreut in der Diskussion, es gab ja eine breite Zustimmung über die Parteiebene. Und es wäre eigentlich nicht erklärbar, egal wer käme, das wieder von vorne anzufangen. Das Gesetz. Und ich meine, theoretisch denkbar wäre ja alles. Also ich meine, wir könnten ja eine große Koalition kriegen und dann ja, gut. Könnte Lauti weitermachen. Die PBR 2.0 lag ja auch etwas länger in der Schublade, wenn man so will. Die war ja auch fertig. Da hat man ja auch wieder rausgekramt. Da fehlt uns noch die Verordnung, das muss man auch sagen. Also auch da gucken wir ein bisschen in Sorge hin, weil es ein bisschen verzögert wird. Wir haben auch beim PBEM-Verfahren, also für die Personalberechnung in der Langzeitversorgung, haben wir die Situation, dass er jetzt per, ich sag mal, Anweisung aus dem BMG die gesetzten Qualitätsmaßstäbe auch bei der Qualifikation mal eben auf 80% runtergesenkt wurden. Das ist ja auch tragisch, ne? Weil man sieht, man erreicht die Höhe der Pflegefachpersonen nicht, aber das kann ja nicht das Ziel sein. Wir müssen ja dann überlegen über Qualimix, über Delegation, über Substitution, über Pflegekompetenz. Wie kriegen wir das gewuppt, anstatt einfach zu sagen, okay, wissenschaftlich brauchen wir eigentlich so und so viele Leute, aber weil wir es nicht erreichen, setzen wir mal das ganze Niveau auf 80%. Damit es nicht wehtut. Genau, damit es nicht wehtut. Und es geht natürlich, oder das zu halten, was wir gerade noch leisten können. Aber selbst das können wir ja. Also was ist dann die Zielsetzung? Wenn wir in 5 Jahren auch 80% nicht mehr halten können, setzen wir es auf 40% runter. Also das kann ja keine Lösung sein. Es gibt noch viele, viele Dinge, die geklärt werden müssen.
Aber ich glaube, die Berufsgruppe nimmt immer mehr wahr, in welchen Bereichen wir überall unterwegs sind. Also sie merkt die Komplexität, sie nimmt es in verschiedenen Bereichen auf. Und wir müssen auch lernen vom Deutschen Pflegerat, das immer wieder auch in Portionen und Brocken gut auch an die Menschen zu bringen. Ihr bringt es auch in Portionen weiter. Ne? Das überhaupt, sowas hat es ja vorher auch nicht gegeben. Also erklär mir die Weltnummern. Wie funktioniert Gesundheitssystem? Das ist ja auch wirklich komplex. Und ich glaube fest daran, dass wir unsere Ziele irgendwann erreichen. Ich würde sagen, es führt ja auch gar keinen Weg dran vorbei. Also was ist die Alternative, als dass wir die Pflege endlich zu einem guten Gesundheitsberuf weiterentwickeln, der vielleicht ja auch nicht unbedingt nur noch hinterher rennt, sondern auch eigene Visionen irgendwie entwickeln kann. Ich glaube, wir haben da einfach keine Alternative und dann müssen wir halt einfach mal den nächsten Schritt gehen, wäre jetzt so mein. Ja, und es gibt so viele tolle, engagierte Menschen in der Pflege inzwischen, die sich ja auch vernetzen. Ich meine, hier sieht man das ja auch wieder, ne? Wie viele sind gekommen, also ist ja irgendwie irre. Und wie viele kennen sich auch untereinander, also auch im beruflichen Sinne oder im Professionssinne wirklich Dinge weiterzuentwickeln, sich hier zu verabreden, wir treffen uns das nächste Jahr wieder, gucken, wie es weitergeht. Und so, ich glaube tatsächlich, dass in der Profession langsam ein eigener, wirklich ein anderer Berufsstolz sich entwickelt und wächst. Also das sehe ich. Ja, man sieht es ja auch daran, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, heute Morgen bei der Pressekonferenz, ausverkauft, der Deutsche Pflegetag. Ja, also wir mussten in der letzten Woche die Verkäufe stoppen, weil wir sonst bei der Anzahl der Tickets, die wir verkauft haben, hier wären wir überbucht gewesen. Ach, deswegen haben wir gestoppt. Und das ist natürlich, man merkt es ja auch, ne? Wenn Veranstaltungen laufen, ist immer noch voll hier in der Ausstellung. Ne? Und wir sehen viele, viele Menschen, die sich einfach auch begegnen hier und sich verabreden. Und das ist immer ich finde es immer eine tolle Stimmung beim Deutschen Pflegetag. Total. Was gibt Ihnen denn Hoffnung für die Pflege? Also wenn Sie es einfach mal ganz kurz zusammenbringen könnten, was ist das, wo Sie denken, doch wir schaffen das? Die Menschen hier zu erleben, die Diskussion zu erleben. Der Beruf selbst, finde ich, ist ein hoffnungsvoller Beruf, weil er Leben begleitet und Leben schützt und Leben gestaltet. Und weil ich wirklich tatsächlich in einer Gesellschaft leben will, die die Menschen versorgt, die Hilfe bedürfen. Und deswegen glaube ich, dass es immer Menschen gibt, die genau dieselben Ansätze haben. Und das kriegen wir ja auch hier mit. Also der Applaus, ne, wenn wir auf die ethischen Werte unseres Berufes abzielen und sagen, wir versorgen jeden Menschen, egal welcher Herkunft, woher er kommt, wer er ist, ohne Rücksicht auf das Ansehen der Person. Das ist eine Welt, in der ich leben möchte, wo jeder Mensch gleich viel wert ist. Vor dem Gesetz und vor dem Menschen selbst. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Gerne. Als Schirmherr des Deutschen Pflegetages hat es sich Karl Lauterbach als Bundesgesundheitsminister nicht nehmen lassen, hier die Eröffnungsveranstaltung zu besuchen. Und auch wir haben mit Herrn Lauterbach ein kurzes Interview führen können. Lukas hat sich da durchgekämpft. Vielen Dank an der Stelle. Und ich glaube, wir hören einfach mal rein, was der Bundesgesundheitsminister zu sagen hat. Herr Lauterbach, können wir zwei kurze Fragen stellen? Wir sind vom Übergabe-Podcast. Von was? Übergabe-Podcast, der größte Pflegepodcast in Deutschland. Okay. Herr Lauterbach, Kanzler Scholz hat gestern Abend in seiner Rede gesagt, dass jetzt nur noch Gesetzesentwürfe bearbeitet werden, die, so sagt er ja, keinerlei Aufschub dulden. Was bedeutet das jetzt für die Berufsgruppe Pflege? Was können wir von Ihnen noch erwarten in der Legislatur? Wir arbeiten an den Gesetzen weiter, die ich eben auch erwähnt habe. Pflegeassistenzgesetz, Pflegekompetenzgesetz, Advanced Practice Nurse. Wir müssen auch noch eine Pflegereform machen. Auch die Pflege in Krankenhausreform ist ja sehr wichtig. Von daher, wir schauen jetzt, was wir hinbekommen, aber das sind alles bedeutsame Gesetze. Sie haben auch in Ihrer Rede die Zusammenarbeit mit dem DPR gelobt. Wird der DPR, also der Deutsche Pflegerat, auch weiter als maßgebliche Organisation der Pflege unterstützt werden? So heißt es ja im Kompetenzgesetz. Genau, der Pflegerat wird weiter unterstützt werden, finanziell unterstützt werden, aber das ist hier das Kleinste, sondern auch im Wesentlichen für uns ist der Deutsche Pflegerat der zentrale Ansprechpartner für die Beratung unserer Gesetze und daher also behält der Pflegerat seine Bedeutung. Und eine letzte Frage noch. Sie haben auch in Ihrer Rede davon gesprochen, die Pflegewissenschaft und die daraus resultierenden Rollen, wenn man ein Studium abgeschlossen hat, zu stärken. Was können wir von dem APN oder dem Advanced Nursing Practice Gesetz erwarten?
Das Wichtigste ist die Heilkundeübertragung. Also wenn es ein solches Verfahren gibt, also einen solchen Abschluss, dann können die Pflegekräfte, die diesen Abschluss haben, als Wissenschaftler, aber auch praktisch also tätige Pflegekräfte, mehr machen als eine reguläre examinierte Pflegekraft. Somit die Übertragung der Heilkunde, weitere Übertragung der Heilkunde, das ist zentral und das wird diese Studiengänge auch attraktiv machen. Vielen lieben Dank. So, das waren die Worte des Bundesgesundheitsministers. Ich finde es ja schön, dass ihr euch da so durchgekämpft habt. Ich bin stolz auf euch. Das haben wir gut gemacht. Also man muss ja sagen, die Personen, die Herrn Lauterbach schützen, also in den letzten Jahren waren die aber immer ganz umgänglich, ne? Umgänglich im Sinne... Sie haben uns rangelassen. Ich wollte gerade sagen, oder? Also, letztes Jahr, kann ich mich erinnern, wurde ich weggeschoben und dann bist du noch hinterhergerichtet, ja, genau. Eva. Da habe ich mich am ZDF vorbeigeschummelt und habe es geschafft. Aber dieses Jahr war es irgendwie, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, er ist schon im Wahlkampfmodus und sucht das Mikrofon. Ja, ja. Und dann ging es vielleicht ein bisschen einfacher. Oder er weiß mittlerweile, wer die Übergabe ist. Das hoffen wir mal. Das so viele Anfragen, wie der schon von uns bekommen hat. Ja, also immer auch abgelehnt. An dieser Stelle, Herr Lauterbach, wenn Sie das Interesse haben, mit uns nochmal ein langes, ausführliches Interview, gerade im Rahmen des Wahlkampfs zu führen, dann antworten Sie einfach auf eine der vielen E-Mails, die bei Ihnen im Postfach sind. Wir schicken gerne auch noch eine. Ja, sehr gut. Okay, von Herrn Lauterbach gehen wir jetzt rüber zu Vera Lux. Sie ist Präsidentin des DBFKs. Und mit ihr haben wir auch über die kommenden Herausforderungen gesprochen, die der DBFK so vor sich stehen hat und auch die Zusammenarbeit mit den Pflegekammern. Ja, wir sitzen hier wieder an unserem Stand und wir haben jetzt Frau Lux vom DBFK da. Frau Lux, mögen Sie kurz sagen, wer Sie sind und was Sie hier auf dem Deutschen Pflegetag machen? Ja, mein Name ist Vera Lux. Ich bin seit Juni 2024 die Präsidentin vom Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe und heute natürlich auch in dieser Funktion hier anwesend. Wenn man über den Kongress geht oder auch bei der Veröffnungsveranstaltung, dann ist das wirklich ein unfassbar eindrückliches Bild, wie viele Pflegende heute hier sind. Das freut mich. Es ist ausverkauft. Das hatten wir noch nie. Also das ist ein super schöner Eindruck und macht mich auch hoffnungsfroh, was das Thema Pflege angeht, weil wir haben viele, viele junge Menschen heute hier. Man merkt auch einen Generationenwechsel. Ich bin ja schon viele Jahre im Geschäft. Die nächste Generation tritt an und das ist super schön zu sehen und das freut mich. Und von daher, es gibt viele spannende Vorträge und die Politik hat uns ja gestern Abend dann nochmal doch sehr überrascht und besorgt uns natürlich auch, weil wir die Hoffnung hatten, dass das Pflegekompetenzgesetz und vielleicht auch das APN-Gesetz noch bis Ende des Jahres eben durch die Gremien und durch den Bundesrat geht. Und das ist jetzt alles wieder offen und wir müssen Sorge haben, ob das dann klappt oder nicht. Auf der anderen Seite, gerade in der vorherigen Session mit Herrn Laumann auch und Christine Vogler, hat Herr Laumann gesagt, naja, wenn es jetzt eben eine neue Regierung geben sollte, dann ist sicherlich er als CDU-Mann vielleicht auch mit dabei. Und wenn das Pflegekompetenzgesetz, was ja durch alle demokratischen Parteien auch getragen und befürwortet wird, dann wird das sicher im neuen Koalitionsvertrag als erstes mit reingehen, ohne große Diskussionen und dann auch hoffentlich bald verabschiedet werden können. Also auf der einen Seite großer Frust und Sorge und auf der anderen Seite wieder ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass das nicht verloren ist, sondern leider Gottes nur verzögert wird. Also davon gehe ich aus und diesen Hoffnungsschimmer, den nehme ich auch mit hier vom Deutschen Pflegetag. Ja. Es nützt ja auch nichts. Was wollen wir tun? Ne? Also das Problem ist da, wir müssen es lösen, wir müssen endlich die Pflegekompetenz an die Patienten, an die zu Pflegenden bringen. Da müssen wir, glaube ich, jetzt diese Widrigkeiten auch noch überwinden. Das ist jetzt meine persönliche Meinung dazu. Ja, unbedingt, weil ich glaube, Pflegekompetenzgesetz ist ja, da, sagen wir mal so, da ist noch Luft nach oben drin. Wir hätten uns ja mehr gewünscht, aber es ist ein erster Aufschlag. Und wenn erstmal, das ist immer so, wenn erstmal die Tür aufgeht und man Veränderungen bewirken kann, dann sieht man, das funktioniert ja ganz gut. Also die großen Sorgen sind nicht mehr so, Bedenken kann man wegräumen. Und dann kann man vielleicht auch in der nächsten Phase eben die Türen nochmal weiter aufmachen für andere Felder, wie das Thema Schmerztherapie und andere Felder, wo wir natürlich ganz nah am Patienten auch immer wieder Schwierigkeiten haben, dann eine Versorgung auch hinzukriegen. Ne? Also wir bleiben hoffnungsfroh und wir machen auch weiter. Und ich denke, wichtig ist, das werden wir uns im DBFK auch nochmal überlegen, jetzt nochmal ein Schreiben an die Politik zu richten, wie wichtig wir das sehen, dass das auf jeden Fall sozusagen nicht unter den Tisch fallen darf, egal wer sozusagen auch Regierungsverantwortung übernimmt und dass man auch die Möglichkeiten, die man jetzt vielleicht noch hat, bis dahin weiterhin auch nutzt. Ja, also das, glaube ich, ist unsere Verantwortung, die wir auch haben.
Und da stehen auch alle Verbände dahinter und das ist wichtig. Ja. Was steht auf der Agenda des DBFKs darüber hinaus? Naja, der DBFK ist ja einer der größten Berufsverbände, zumindest mit den meisten Mitgliedern. Wir haben knapp 19.000 Mitglieder und diese Mitglieder, es ist eine sehr heterogene Gruppe. Das heißt, wir haben Auszubildende, wir haben die junge Pflege, wir haben Menschen, die eben schon länger im Beruf sind mit Fachweiterbildung, wir haben studierte Pflegefachpersonen, wir haben auch Menschen aus den Funktionsdiensten, aus der ambulanten Pflege und der Langzeitpflege und der Akutversorgung und alle haben etwas unterschiedliche Bedürfnisse und die zu erreichen, das ist immer wieder eine Herausforderung. Daran arbeiten wir und das eine Thema ist natürlich Pflegekompetenzgesetz, APN-Gesetz, Community Health Nurse, das wollen wir weiter treiben, weil es wichtig ist, dass diese Rollen auch etabliert werden und auch an den Patienten und die Klienten kommen. Und das andere ist aber auch, die Mitarbeiter an der Basis zu motivieren, zu stärken, auch einzubinden in berufspolitische Arbeit, ihre Interessen zu vertreten. Und dazu müssen wir mit denen auch ins Gespräch kommen und die junge Pflege ist eigentlich immer so ein wirklich eine gute Blaupause zu sehen, wenn da junge Menschen zusammenkommen, weil es ist ihre Zukunft, die wir gestalten. Und dazu müssen wir mit denen viel im Gespräch sein und wir haben verschiedene Möglichkeiten, Gremien, Kongresse, wo wir das tun und wo ich auch noch näher an die Basis ran will, im Sinne von, okay, ihr steht am Patientenbett, sagt mir, okay, wo liegen die Probleme, was können wir für euch tun und wie können wir euch noch besser vertreten. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, auch wir haben Demografie, das heißt, wir werden auch Mitglieder in Ruhestand verlieren. Und wenn wir handlungsfähig bleiben wollen, dann brauchen wir eben auch neue Mitglieder und neue Zielgruppen. Und eine Zielgruppe ist zum Beispiel die ausländischen Pflegefachpersonen, die zu uns kommen, die in anderen Ländern auch eine andere Vernetzung haben und jetzt hier auch wieder Heimat finden wollen. Und für die wollen wir Ansprechpartner werden und denen auch eine Heimat geben, dass sie sich hier sozusagen besser zurechtfinden in unserem Gesundheitssystem, dass sie verstehen, wie die Krankenhausfinanzierung ist. In anderen Ländern gibt es oft keine ambulanten Dienste. Was machen die denn? Was ist ihre Aufgabe? Und die müssen wir gut abholen. Denn ich glaube, wurde ja heute Morgen gesagt, es gibt insgesamt 32.000 internationale Fachkräfte in Anerkennung. Und die wollen wir erreichen und auch für unseren Verband gewinnen, damit sie integriert werden und sich auch weiterentwickeln können und auch ihr Know-how auch wahrgenommen wird. Ja. Und viele andere Dinge sind eben auch Alltagsgeschäft zu sagen, wir haben natürlich Mitglieder, wir betreuen die Mitglieder, wir machen Mitgliederberatung, Personalentwicklung und wie kann man sich beruflich weiterentwickeln, welche Einsatzorte gibt es dann, was kann ich an Gehaltsforderungen eben auch vielleicht formulieren, auch dazu beraten wir, auch dazu sind wir Ansprechpartner. Und das andere sind natürlich ganz viele Dinge, dass wir insbesondere auch Fortbildungen anbieten zum Thema Fort- und Weiterbildung, Pflegeexperte zu werden, sich weiterzuentwickeln. Wir haben ein Seminar zum Thema Social Media. Wie kann ich da auch Kompetenzen erwerben? Also wir schauen, welche Bedarfe sind da. Das Thema KI wird nochmal auf den Plan kommen. Also wie kann man künstliche Intelligenz auch in der Pflege nutzen für die Dokumentation und für Pflegeplanung und solche Dinge und Pflegediagnostik. Ich glaube, da bestehen viele Möglichkeiten und wir brauchen junge Menschen, die fachlich gut sind und die aber auch technikaffin sind, die neue Wege mitgehen und Dinge bereit sind, was auszuprobieren. Und ja, da freue ich mich drauf und das wird uns beschäftigen die nächsten Jahre. Vielleicht noch eine letzte Frage. Wie sehen Sie so die Zusammenarbeit mit den Pflegekammern? Wo gibt es da Überschneidungen oder wie wird das ausgestaltet? Ja, ich glaube, da sind wir noch nicht am Ende. Ne? Das ist ja mal so ein Weg. Ich wohne in Köln, bin also Mitglied in der Pflegekammer NRW, bin aber jetzt im Ruhestand und kriege da erstmal so aktiv gar nicht viel mit, weil ich ja auch nicht in der Kammerversammlung drin bin. So, in Niedersachsen war ich 4 Jahre, wurde aber gerade schon beschlossen, dass die Kammer wieder abgewickelt wurde. Und dann bin ich in den Pflegerat gegangen und auch zur Vorsitzenden gewählt. Und dann hat der Pflegerat Niedersachsen wieder Aufgaben übernommen, die vorher die Pflegekammer gemacht hat, nämlich in politischen Gremien vertreten zu sein, Mitsprache zu haben, wenn es um bei den Krankenkassen, bei dem Gesundheitsminister ging, um die KAPNI, wo wir dann gehört waren und vertreten waren. Und ich denke mal, wenn es eine Kammer gibt, dann gibt es trotz alledem, das sieht man bei den Ärzten, ja auch unterschiedliche Aufgaben. Die Ärzte haben eine Ärztekammer, die haben einen Marburger Bund und sie haben viele Fachgesellschaften, die sich um die Weiterentwicklung ihres Fachs kümmern. Ja? Und das kann die Pflegekammer nicht eins zu eins machen. Es bleiben immer fachliche Dinge, die muss
eben die Berufsgruppe oder die Fachgesellschaft wie Intensivpflege und so weiter für sich auch nochmal klar machen, um dann ihre Interessen in der Kammer mit einzubringen, dass das dann in Strukturen gegossen wird, ne? Nämlich eine Weiterbildungsordnung, die dann, ne? Aber die Inhalte, was muss da rein? Das hat Christine Vogler eben nochmal gesagt, wir müssen selber die Inhalte auch bestimmen. Welche Kompetenzen brauchen unsere Mitarbeiter, damit sie dieses oder jenes tun können, damit sie sicher sind? Und das ist dann Aufgabe eben auch der Berufsverbände, eben sich fachlich einzubringen und die Menschen eben dann zu fangen. Und die Verbände haben auch nochmal die Aufgabe, sie machen ja Berufspolitik. Und ich denke mal, das kann man nicht so einfach, das muss man auch lernen. Und über die Verbandsarbeit lernt man eben auch politisch zu agieren, Argumente auszutauschen, Konzepte zu schreiben. Und ich denke mal, das kann man alles auch gut in so einem Verband lernen und sich da weiterentwickeln, weil es eben Anfänger gibt, es gibt Erfahrene. Und da profitiert man sehr, man kommt auf die Bühne, ne, so wie hier auch, und macht Vorträge vor vielen Menschen. Und das ist eine gute Plattform, und sich zu vernetzen. Nochmal, ne? Bei der Pflegekammer ist es ja immer so, es gibt dann Listen, man wird gewählt, aber das heißt ja nicht, dass da jeder mitmachen kann. Aber im Verband kann jeder mitmachen. Ich kann mir den aussuchen und kann sagen, okay, was finde ich da? Was ist so meine Zielgruppe? Kann ich mich da gut verorten? Finde ich da Gleichgesinnte, mit denen ich was bewegen kann? Und das ist in der Kammer eben nicht so einfach möglich. Da wird man gewählt, muss sich aufstellen lassen, mit dem Risiko, dass man vielleicht auch nicht gewählt wird. Aber im Verband kann jeder mitmachen und kann sich einbringen und kann auch Statements setzen und sagen, okay, das sind wichtige Themen und die sollen hier bearbeitet werden. An alle, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, beschäftigt euch vielleicht mal mit den Berufsverbänden der Pflege, die es so gibt, oder wie ihr vielleicht aktiv werden könnt. Denn ohne Menschen, die sich aktiv einbringen, wird es nicht vorangehen. Ich glaube, für uns tut es keiner. Nein, das wäre auch nochmal so ein Abschlusswort. Pflege, das habe ich oft erlebt, auch im Alltag, dass sie mir denken, okay, andere müssen sich für uns einsetzen oder die Ärzte müssen sich für uns einsetzen. Nein, die Ärzte setzen sich für ihre Interessen ein und dafür brauchen sie uns manchmal, weil sie sonst keine Patienten versorgen oder keine Betten fahren können. Aber unsere eigenen Interessen voranzubringen, das ist uns wirklich unsere eigene berufliche Verantwortung. Da müssen wir für einstehen und dürfen auch nicht so naiv sein, dass andere denken, ja, die tun was Gutes für uns. Klar, eine gute Zusammenarbeit ist mir wichtig, aber wir sagen ja immer auf Augenhöhe. Das heißt, ich muss fachkompetent sein, ich muss auch ein gewisses Selbstbewusstsein haben, ein Statement haben, damit ich eben meine Interessen auch vertreten kann oder meine fachliche Kompetenz einbringen kann. Und das in der Regel zum Wohle der Patienten oder der Bewohner, die ich auch habe. Ne? Und wenn andere Gruppen merken, dass wir fachkompetent sind und Selbstbewusstsein haben, dann werden wir auch gehört. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass wir selber für uns, für unsere Profession eintreten. Ja. Okay, gute vielen Abschlussworte. Dank. Vielen Dank Ihnen. Viel Spaß noch. Ja, danke schön und toll, dass Sie das hier machen. Wir haben uns nicht nur mit Bundespolitikern unterhalten, sondern auch mit Landespolitikern. Und zwar jetzt gleich Karl-Josef Laumann, Gesundheitsminister des Landes NRW. Mit ihm haben wir unter anderem über die Schließung des IPWs in Bielefeld gesprochen und über seine Pläne für die Pflegewissenschaft. Hört mal rein. Wir haben heute schon viel über Pflegekompetenz gehört hier auf dem Deutschen Pflegetag. Uns interessiert besonders, wie wollen Sie in bzw. mit Ihrer Partei das Thema Pflegekompetenz stärken? Ja gut, also wir brauchen ganz klar ein Pflegekompetenzgesetz. Wir müssen regeln gesetzlich, dass die Pflege auch eigene Entscheidungen treffen kann. Da muss natürlich auch geregelt werden, welche Ausbildung braucht man für welche Entscheidung. Eine Entscheidung haben auch immer mit der Übernahme von Verantwortung zu tun. Es gibt ja aus dem Bundesgesundheitsministerium einen Referentenentwurf für ein Pflegekompetenzgesetz. Das finde ich in der Grundsubstanz ziemlich vernünftig. Und ich finde, da hat man jetzt auch eine gute Grundlage, mit der man dann, wenn wir wieder einen handlungsfähigen Deutschen Bundestag haben, finde ich, relativ schnell auch zu einer gesetzlichen Grundlage dafür kommen kann. Meine Meinung ist schon seit vielen Jahren, wir brauchen im Gesundheitssystem die unterschiedlichen Professionen. Wir brauchen natürlich die Ärztinnen und Ärzte, wir brauchen die Pflegerinnen und Pfleger. Wir brauchen auch Physiotherapeutinnen, Logopädinnen und Logopäden. Und ich glaube, ein gutes Gesundheitssystem darf nicht so in Stände denken, wie das früher der Fall war. So, die Pflege kommt eher so aus einer Tradition in Deutschland, so eine dienende Funktion, hat auch mit der Geschichte von Ordenshäusern und vielen anderen zu tun. Und ich wünsche mir eigentlich ein Gesundheitssystem, wo jeder, der das kann, seine Profession auch verantwortet.
Und die Pflege ist eine eigene Profession. Sie hat auch da auch einen akademischen Hintergrund, was auch, glaube ich, ganz wichtig ist für diese Profession. Und damit muss Pflege auch mehr entscheiden können. Und gucken wir uns einfach mal die Wirklichkeit an, die ich so erlebe. Wenn vor allem in der häuslichen Pflege ein Pflegedienst sagt, diese Pflegeperson braucht aber eine besondere Matratze im Bett, dann ist ein guter Hausarzt derjenige, der genau das aufschreibt, was die Pflegekraft ihm sagt. Und das sagen mir auch ganz viele Pflegekräfte. Wir haben Glück, unser Doktor schreibt das auf, was ich ihnen sage. Und dann denke ich immer, ja, weil so kann die Pflegekraft es nicht selber unterschreiben. Und das hängt ja damit zusammen, weil zum Beispiel von der Frage, was braucht sie für eine Matratze, was braucht sie für Pflegehilfsmittel, welche Technik ist heute da, um für diesen Menschen genau das Richtige zu haben, davon weiß einfach eine Pflegefachkraft viel mehr wie ein Arzt. Und deswegen ist es gut, wenn die Professionen in ihren Bereichen auch Entscheidungen treffen können. Ich hätte noch eine Frage auf das Bundesland NRW bezogen. Für die Pflegekompetenz braucht man natürlich auch eine gute Pflegewissenschaft. Jetzt ist im Land NRW das Institut für Pflegewissenschaft, ist die Förderung ja eingestellt worden. Das Institut steht jetzt vor der Schließung. Was sind das Institut der Pflegewissenschaft an der Universität in Bielefeld? Wird eingestellt oder wird vermutlich die Förderung ist ja eingestellt worden. Da habe ich eine Frage, was sind die alternativen Pläne, um die Pflegewissenschaft in NRW voranzutreiben? Also es war so, wir haben einige Jahre über mein Ministerium eine institutionelle Förderung für Bielefeld gemacht. Es haben wir auch das Problem, dass wir natürlich auch Einsparungen machen müssen. Aber das heißt ja nicht, dass in Bielefeld das Pflegeinstitut geschlossen wird, sondern es geht ja darum, dass sich dieses Institut genauso über die Riesenzuwendungen, die eine Hochschule aus dem Hochschulministerium bekommt, selbstverständlich auch eine Pflegewissenschaft finanzieren kann. Ich bin als Gesundheitsminister nicht zuständig, Hochschulpolitik zu finanzieren. Das muss schon das Ministerium, was für die Universitäten zuständig ist, machen. Und das tut es auch. Alles klar, vielen Dank. Bei uns am Stand war auch Christoph Becker. Er ist Vorstandsmitglied der Pflegekammer Rheinland-Pfalz. Und mit ihm haben wir unter anderem darüber gesprochen, was in Rheinland-Pfalz im Moment so pflegepolitisch stattfindet, welche Arbeit die Pflegekammer in Rheinland-Pfalz übernimmt. Und wir haben mit ihm auch über die kommende Fortbildungspflicht und Weiterbildungspflicht in Rheinland-Pfalz gesprochen. Ja, wir sitzen jetzt hier am Stand mit dem Christoph. Und Christoph, du hast eben einen Vortrag halten dürfen. Vielleicht stellst du dich noch mal ganz kurz vor, wer du bist und worum es in deinem Vortrag ging. Ja, Christoph Becker, bin seit jetzt 3 Jahre im Vorstand Landespflegekammer Rheinland-Pfalz, verantwortlich für Bildung im Ehrenamt. Im Hauptamt leite ich eine Schule oder Schulen für Gesundheitsfachberuf, Bildungscampus in Koblenz. Ja, und war vormals auch in der ersten Legislatur in der Landespflegekammer auch schon dabei. Was verbindest du mit dem Deutschen Pflegetag? Also ich bin jetzt schon seit vielen Jahren hier dabei und bin erstmal, also diesmal bin ich echt geflasht, muss das wirklich sagen. Also vor 2 Jahren war es hier nicht so voll, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Da haben wir schon gedacht, oje, oje. Aber das heute hier, das ist schon was ganz Besonderes. Hier trifft man sich, hier trifft man viele Menschen, die man kennt, aber auch die man nicht kennt. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, Netzwerke zu pflegen oder aufzubauen, Fachaustausch, Ideen mitzunehmen. Also für mich ist der Pflegetag ein zentraler Punkt im Jahr. Wir haben ja in Rheinland-Pfalz auch den Pflegetag Rheinland-Pfalz, natürlich eine deutlich kleinere Veranstaltung, aber auch mit über 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und ich sehe, dass das Netzwerk und das Zusammenführen von Kompetenzen und ein ganz wichtiger Punkt ist. Reisen wir doch mal nach Rheinland-Pfalz. Wie sieht es bei euch aus? Wie ist die Lage? Ja. Ja, wie sieht die Lage aus? Wir sind ja jetzt die älteste von den 2 Pflegekammern. Also muss man so sagen. Also die alte Schwester sozusagen. Die alte kleine Schwester, genau, seit 2016. Ja, also wir sind jetzt, ich sag mal, wir sind in der Konsolidierung. Also nachdem wir in der ersten Legislatur dabei waren, Strukturen aufzubauen, erstmal an den Start zu kommen, Grundlagen zu schaffen, an die Arbeit zu kommen, sind wir jetzt in der Konsolidierungsphase. Und viele Dinge laufen sehr gut, das muss man einfach sagen. Also wir sind in der Bildung wirklich gut unterwegs. Wir haben eine Weiterbildungsordnung erstellt. Wir haben viele Weiterbildungen beschrieben, als Anlagen aufgenommen. Und das große Thema, wo wir in der Bildung gerade unterwegs sind, ist natürlich das Thema Fortbildungsordnung. Das war auch Gegenstand, das war eben noch deine Frage. Genau, das ist jetzt das zentrale Thema aktuell, dass wir diese Fortbildungsordnung jetzt erstmalig auch in Deutschland verabschieden und auf den Weg bringen. Und
Ja, und ansonsten, ja, wir sind schon in der, sagen wir mal, zentrale Ansprechpartner, das, was wir auch sein wollten, für Entscheidungsträger in der Politik. Wir beraten, wir unterstützen. Wir haben auch tatsächlich Unterstützung aus der Politik, das muss man ganz klar sagen. Das war vorher mit der Ministerpräsidentin Malu Dreyer und mit damaligen Sozialminister Alex Schweizer. Und das ist jetzt auch so. Und wir haben jetzt auch mit der Dörte Schall auch jetzt Kontakte geknüpft. Und ja, das funktioniert schon gut, das muss man einfach sagen. Die Fortbildungsordnung in Rheinland-Pfalz, vielleicht kannst du das nochmal kurz skizzieren. Wird es dann so sein, dass in Rheinland-Pfalz eine bestimmte Anzahl an Fortbildung gemacht werden muss als Pflegefachkraft? Oder ja, wie muss ich mir das vorstellen? Genau. Also ich bin eben gerade von meinem Redeskript komplett abgewichen, weil ich habe vor 2 Jahren mit Kollegen aus den USA, Polen, Israel eine Podiumsdiskussion gemacht, genau zu der Frage, wie ist eigentlich berufspolitisch die Situation in diesen Ländern. Und als ich dann der Kollegin aus den USA erzählt habe, ja, das ist mit der Fortbildungsordnung, eigentlich gucken wir mal, es gibt es in Deutschland noch nicht. Und das hat völliges Unverständnis ausgelöst. Die hat dann gesagt, was läuft denn bei euch jetzt gerade schief? Und für die ist das selbstverständlich. Für die ist völlig klar, dass die bei ihrem Board regelmäßig ihre Fortbildung nachweisen können, um ihre Berufszulassung zu behalten oder auch entsprechend nicht zu verlieren. Und da sind wir in der Beziehung ganz klar Entwicklungsland. Aber wir sind jetzt die Ersten, die es auf den Weg bringen. Ist eine Selbstverständlichkeit. Wir haben schon vor, in der Tat so einen 2-Jahres-Zyklus auch bestimmte Vorgaben zu machen, was Umfang und auch was Inhalt angeht. Aber ich sag mal, das ist für viele unserer Mitglieder ja auch Normalität und Selbstverständlichkeit. Der Unterschied ist halt jetzt, dass man eben auch einen formalen Rahmen hat, eine Ordnung, die das auch ein Stück weit reglementiert und auch Nachweispflicht eben auch hat. Aber auch für die Arbeitgeber auch die Verpflichtung mit sich bringt, darum zu kümmern, dass ihre Mitarbeitenden entsprechend auch die Möglichkeit bekommen. Also so ein bisschen vergleichbar wie bei den Praxisanleitenden, die eine Pflichtfortbildung nachweisen müssen, um eben weiter Praxisanleiter oder Anleiterin sein zu können. Ja, also sagen wir mal so, im Prinzip schon, aber bei uns, wir haben natürlich auch nicht die Möglichkeit, auch, das wollen wir auch gar nicht, jetzt mit der Berufszulassung oder mit dem Entzug der Berufszulassung zu drohen, das können wir rechtlich nicht und das wollen wir auch gar nicht, sondern uns geht es ja um was ganz anderes. Also wir sind der festen Überzeugung, dass es diese Qualifikation braucht, um Qualität auch aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln. Und wir sind auch der festen Überzeugung, dass unsere Mitglieder da auch, die allermeisten, da überhaupt kein Problem drin sehen. Also die machen das entweder schon oder wollen es schon und haben jetzt auch einfach auch das Recht, also sie bekommen das Recht auch, es entsprechend einzufordern und zu machen. Insofern, ja, glaube ich, wird es auch eine große Akzeptanz geben. Ihr seid ja jetzt schon ein paar Jahre am Start. Was hast du so für den Eindruck oder was ist dein Eindruck, wie die Pflegekräfte in Rheinland-Pfalz euch wahrnehmen? Also in welchen Situationen kontaktieren die euch? Oder was sind so Situationen, wo ihr im direkten Austausch seid? Was ist bei denen so, was liegt denen so an Herzen? Oder was sind so die Kommunikationswege? Ja. Also das ist eine komplizierte, nein, die Frage ist relativ einfach, aber die Antwort ist, glaube ich, kompliziert. Ja, also ich denke schon, dass die Pflegekammer noch nicht so im Bewusstsein unserer Mitglieder ist, wie wir es gerne hätten. Ja. Das hat unterschiedliche Gründe. Das liegt ganz sicher auch daran, dass wir länger gebraucht haben, uns gut aufzustellen, unsere Administration so aufzubauen, wie es das eigentlich braucht. Und wir haben da in den letzten Jahren viel, viel Aufbauarbeit geleistet und haben auch gute Arbeit geleistet. Aber wir sind noch nicht da, wo wir da sein, wo wir wollen. Hinzu kommt halt auch, sagen wir mal, dass wir schon spüren, dass die Einsicht, dass politische Interessensvertretung auch für die Pflege notwendig ist und dass man dafür auch sozusagen bereit sein muss, auch einen Beitrag zu leisten, auch einen finanziellen Beitrag zu leisten. Da sehen wir schon auch, dass viele Mitglieder das nicht sehen und sagen, okay, das interessiert uns nicht und wir brauchen das nicht, aber so funktioniert leider unsere Interessensvertretung, so funktioniert Politik nicht und da müssen wir noch viel Überzeugungsarbeit leisten und ja, da haben wir noch ein bisschen was zu tun, auf jeden Fall. Und das, ich glaube, das trifft in vielen Dingen auch für Nordrhein-Westfalen zu. Und noch eins, leider haben wir uns die Arbeit auch nicht unbedingt leichter gemacht, dadurch, dass wir die Probleme in Baden-Württemberg, in Niedersachsen, Schleswig-Holstein hatten. Ja, das ist natürlich auch Mühlen für die, die das eh kritisch sehen. Und das ist wirklich, wirklich schade, dass das so gelaufen ist. Ja. Was treibt dich an?
Was treibt mich an? Also ich war immer schon politisch interessiert, auch berufspolitisch, aber als die Kammer an den Start gekommen ist, dann habe ich gesagt damals, jetzt ist der Moment, weil ich das erste Mal die Möglichkeit gesehen habe, wirklich wirksam zu sein. Also auch sowas wie selbstwirksam in politischer Arbeit zu spüren. Und das ist halt auch, in Teilen ist das auch passiert und das treibt mich an. Ich bin mit Leib und Seele immer noch Pflegekraft, obwohl ich jetzt schon lange nicht mehr im Setting Pflege unterwegs bin, sondern in der Bildung. Aber ich bin immer noch Pflegekraft. Ich sage immer, ich könnte heute am Tag auch noch Pflegekraft sein. Und das, was ich erlebe, auch mit Patienten und Klienten, wo ich sage, dafür lohnt es sich einzusetzen. Eben wurde es ja auch, Christine Vogler hat es gesagt und auch sogar Karl Lauterbach hat es gesagt. Hallo. Dass wir einfach ein wunderbarer, der schönste Beruf ist. Und das teile ich auch. Also das treibt mich an. Ich finde, das spürt man hier auch, ne? Auf dem Deutschen Pflegetag auf jeden Fall. Krass, ja, finde ich total, ja. Das ist generell so ein atmosphärisches Thema. Wenn du auf so einem Pflegetag bist, dann treffen sich in irgendeiner Weise so Gleichgesinnte, die dann viele Dinge ähnlich sehen und auch die gegenseitige Unterstützung, das sagte ich eben auch mit den Netzwerken. Deswegen braucht es das so, um die Akkus aufzuladen. Also ich spüre das total, ja. Und ich hoffe, dass wir da weiterkommen. Ja. Super. Viel Erfolg. Danke. Liebe Grüße nach Rheinland-Pfalz. Mach ich. Dankeschön. Danke. Danke euch. Ja. Ja, vom Thema Pflegekammer sprechen wir jetzt mit einer Person, die wir schon öfters in unserem Podcast zu Gast hatten, nämlich Arne Evers, der so ein bisschen über die Herausforderungen aus Perspektive der Kliniken im Moment berichtet. Und deswegen viel Spaß beim Hören. Wir sitzen hier heute beim Deutschen Pflegetag mit jemandem, der schon ganz oft bei uns war. In einer der ersten Folgen dabei war, nämlich Arne. Hallo. Hallo, dass ich jetzt live mal dabei sein darf. Hallo. Schön. Wobei die erste Aufnahme war auch live in Witten. Stimmt. Kannst du dich noch dran erinnern, da oben? Ja, unterm Dachgeschoss, genau, quasi. Ja, war eine sehr gute Erfahrung. Ja. Sehr schön. Arne, du bist hier auf dem Deutschen Pflegetag, hast uns eben erzählt, dass du diesmal als Gast hier bist, dir das alles anguckst. Warum bist du hier? Ja, weil der Pflegetag für mich neben den inhaltlichen Vorträgen in erster Linie das berühmte Networking hat, wobei ich das jetzt nicht unbedingt als aktiven Prozess beschreiben möchte, sondern eher, es ist wie eine Klassenfahrt, man trifft viele Leute, die man so das Jahr über verteilt trifft, auch durchaus mal geballt und das ist irgendwie einfach nett. Neben dem Alltag gibt es dann am Ende auch ein gutes Gefühl, wieder zurück in seinen Alltag zu gehen und deswegen bin ich gerne hier, es macht einfach Spaß, Menschen zu treffen, die man vielleicht nur aus Artikeln oder eben beiläufig kennt. Ich vermute es nicht, aber es könnte sein, dass es Menschen gibt, die dich nicht kennen von unseren Hörenden. Magst du noch mal ganz kurz sagen, wer du bist? Ja, also sehr wahrscheinlich, dass es mehrere gibt, die mich nicht kennen, aber Arne Evers, hauptamtlich bin ich Pflegedirektor im St. Joses Hospital Wiesbaden-Verbund und ich beschreibe es immer gern mit berufspolitisch umtriebig, engagiert beim DBFK, beim Katholischen Krankenhausverband, beim DBFK in der Bundesarbeitsgruppe Pflegemanagement und ab und zu schreibe ich mal einen Artikel oder trete in euren Podcast auf. Ja, immer herzlich willkommen. Sag mal, was sind eure Herausforderungen im Moment? Also als Krankenhaus ganz klar überleben, das muss man schon so deutlich sagen. Also nicht, dass wir jetzt kurz vor der Insolvenz stehen würden, da jetzt keine Fake News, aber natürlich ist das Gesamtkonglomerat aus Krankenhausstrukturreform, Finanzierungslücken etc. einfach ein Thema, was präsent ist. Hinzu kommt natürlich das große Thema Fachkräftemangel, egal ob jetzt Pflege oder durchaus auch in anderen Bereichen. Und das andere ist jetzt gerade auch pflegerisch nochmal explizit gesprochen, natürlich, was kommt da in der Zukunft? Kommt da überhaupt noch irgendetwas? Und wie stellen wir uns denn da auf? Also das sind eigentlich so die drei größten Faktoren. Vielleicht als kurze Nachfrage, jetzt auch mit den politischen Geschehnissen der letzten zwei Tage oder auch von heute Vormittag noch, wenn du die Krankenhausstrukturreform ansprichst, was geht dir da so durch den Kopf, wenn das politisch jetzt alles so unsicher wird mit der Ampelkoalition, die auseinanderbricht? Naja, also bei der Strukturreform muss man ja sagen, da kommt es jetzt auf den Bundesrat drauf an, ne? Ob der es einen Vermittlungsausschuss gibt und ob dann die Legislatur sozusagen noch ausreichend ist, um das ausreichend zu vermitteln, miteinander zu verhandeln. Also die ist ja noch nicht durch. Sie ist zwar vom Bundestag beschlossen, aber noch nicht durch. Mhm. Viel mehr Sorge macht mir eher das Pflegekompetenzgesetz, was nicht kommt, oder das Pflegefachassistentengesetz potenziell nicht kommt, sowie das APN-Gesetz. Und das finde ich grundlegend schädlich für den Pflegeberuf, wenn sie nicht kämen. Und davon sieht es ja momentan eigentlich aus. Ja. Zur finanziellen Situation der Krankenhäuser im Allgemeinen
Was sind so die Hürden, die ihr da im Moment nehmen müsst? Oder welche Strategien habt ihr in der Situation? Die Strategie heißt sinngemäß überleben. Ja. Nein, also Leistung bringen, also die Leistungsdaten, jetzt zumindest gerade im Juhu Wiesbaden, die stimmen per se auch. Also es gibt ja Krankenhäuser, die sind deutlich abgefallen seit der Pandemie. Das ist bei uns jetzt nicht konkret der Fall. Aber dann kommen wir ja zu dem generellen Effekt, der ja momentan vorhanden ist. Wir haben eine Inflation, wir haben steigende Energiepreise, wir haben höhere Tariflöhne und die werden alle nicht refinanziert. Wir sind halt eben nicht wie ein Dönerladen. Wiesbaden soll ja eine Dönerladengrenze bekommen. Wir können nicht unsere Preise selbst bestimmen. Mhm. Das kann eben nur diverse andere Stellen. Und das führt eben dazu, wenn wir höhere Kosten haben, aber bei gleichbleibenden Erlösen ist zwangsläufig ein Delta, ein Minus entsteht. Und wie gesagt, da muss man im Prinzip durch oder kann nur darauf antworten, indem man Personal abbaut, der Klassiker, was aber Gott sei Dank nicht im pflegerischen Bereich passiert, weil Pflegebudget, aber es ist halt eben schwierig, weil wenn man Ärzte abschaffen würde oder Therapeuten, dann geht es am Ende auf die Leistung und dann habe ich nicht mehr die Leistungsdaten, also es beißt sich quasi in den Schwanz sozusagen und das ist eben gerade die Herausforderung. Deswegen hat es durchaus was von, wir müssen jetzt durchziehen, man muss gucken, wie man auch gerade als konfessioneller Träger durchkommt, weil wir scherzhaft sage ich immer, der Papst kommt nicht und rettet uns, sondern wir müssen es eben mit Eigenmitteln stemmen, sind auch kein großer Privatträger oder ähnliches und deswegen müssen wir jetzt irgendwie durchkommen. Das ist so die Hauptstrategie, natürlich die Strukturreform gut mitbegleiten, die ersten Dinge schon einleiten, passt das alles mit den Leistungsgruppen und all so ein Kram. Also deswegen sind wir da schon intensiv und eng in der Begleitung. Mhm. Ja. Und am Ende geht es dann auch auf die Qualität der Versorgung, ne? für die Patienten, Pflegebedürftigen oder was auch immer. Ne? Ja, wie gesagt, wenn man über die Personalschiene versucht, Geld zu sparen, dann hat es am Ende irgendwo wahrscheinlich auch Qualitätsauswirkungen. Ja. Natürlich gibt es auch andere Stellen, aber in der Regel ist das so. Das Schöne ist, als jetzt wieder Pflegepolitik wird, man kann in der Pflege nicht sparen. Das ist das Tolle, muss man ehrlicherweise sagen. Ich sage ja auch immer wieder, das Pflegebudget ist eines der besten Gesetze der letzten 5 Jahre oder wann es rauskam, auch wenn das von anderen nicht so gesehen wird. Aber es rettet die Pflege an der Stelle, weil sie eben nicht vom Stellenabbau betroffen ist. Wäre natürlich jetzt noch viel besser, mehr in Richtung Leistungsrecht zu gehen, eigene Abbuchungen, wo ja das Pflegekompetenzgesetz so die ersten Wege hingeleitet hätte. Aber das hat jetzt alles mit Fragezeichen versehen aktuell. Und das macht es auch, ich bin mir nicht sicher, ob die Belegschaft in der Größenordnung im Gesamten das so versteht. In meiner Funktion jetzt als Pflegedirektor finde ich es schon durchaus beklemmend und eben auch aus einer professionellen Perspektive finde ich es eher traurig. Aber vielleicht kommt es ja auch noch, das wäre sehr wünschenswert. Aber ich habe es ja schon gesagt, ich bin eher pessimistisch an der Stelle. Was macht ihr gegen den Fachkräftemangel? Ich meine da... Wie viel Einfluss könnt ihr nehmen? Wie könnt ihr euch gut darstellen, dass vielleicht ihr Menschen gewinnt, die Ausbildung machen oder bei euch bleibt oder bleiben? Auch da die ganze Klaviatur, natürlich Ausbildung erhöhen, wenn man die Pflegepädagogen dafür bekommt. Das ist ja auch wieder ein Engpass an der Stelle. Dann natürlich Auslandsanerkennung. Dann müssen wir uns natürlich auch um die Mitarbeiter kümmern, die wir schon haben. Wir haben uns zertifizieren lassen von Pflegeattraktiv und müssen da ganz viel auch nach innen machen. Also ich sag mal so, das, was alle Krankenhäuser machen, tun wir ganz genauso. Die Frage ist halt, ob es ausreichend ist. Und das wird man irgendwo noch sehen. Ja. Wenn du den Fachkräftemangel, du hast den Fachkräftemangel angesprochen, du hast dann gesagt, Rekrutierung aus dem Ausland, wie nimmst du das so im Allgemeinen wahr? Jetzt gab es ja neulich so eine, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, so eine Konferenz, Pflegekammer europaweit. Da wurde so ein bisschen scherzhaft den Pflegekammern oder den deutschen Pflegekammern vorgeworfen, sie würden das ganze gute Personal aus Europa irgendwie abgreifen und nach Deutschland ziehen. Wie nimmst du das so wahr? Ist es so oder haben wir da auch eine bestimmte ethische Verantwortung hier in Deutschland? Also die ethische Verantwortung haben wir sowieso, wenn wir Leute integrieren in Deutschland, ne? Und die aus ihren Familien, also reisen klingt so, als würden wir rüberfahren und sie mitnehmen. Sie entscheiden sich ja aus freien Stücken, aber trotzdem haben wir natürlich eine Verantwortung, nicht wieder zurück ins Heimatland zu gehen und dort wieder unter schlechteren Bedingungen oder mit einer Unterversorgung der Familie zu leben. Also es spielt schon eine Rolle. Ansonsten, also es gibt ja viele Länder, nehmen wir jetzt Spanien, die schon häufig in Deutschland integriert wurden von seinen Pflegekräften, wo viele auch wieder zurückgegangen sind, weil dann diese Länder dementsprechend agiert haben. Also insofern, ich habe jetzt keine Daten oder ähnliches, ich würde sagen, da ist schon durchaus was dran. Aber ich weiß nicht, ob die Länder, wie jetzt eben Spanien oder wer es noch alles war, auch ein Stück weit übertreibt. Vielleicht ist das auch eher so der ironische Hinweis, fahrt mal einen Gang runter. Das Gang runter wird es aber nicht geben, weil... Man hat es ja gesehen an Lauterbach, an Spahn oder wer auch immer, die fahren in sonstige Länder.
Also woran wir uns halten, Stichwort Ethik, ist natürlich die WHO-Liste an der Stelle. Also es wird keiner aus Ländern angeworben, die eben auf dieser Liste stehen. Und parallel vielleicht dazu eine ganz spannende Entwicklung ist, ich sage immer scherzhaft, für jeden Anruf einer Zeitarbeitsfirma oder einer Personalvermittlung, Inland wie Ausland, 1 Euro und ich könnte jeden Monat einen Pflegebonus zahlen. Also es ist wirklich massiv an E-Mails und Telefonaten und da gibt es auch viel Unsinn, auch gute Unternehmen, gibt aber auch schlechte und das alleine zu filtern, das macht schon viel Arbeit, aber auch das ist ja wieder ein Kostenfaktor. Ne? Also ich kriege ja diese Anwerbungskosten nicht zu 100% refinanziert, die sind dann deutlich teurer. Kriegt sie dann, wenn sie da sind, refinanziert, das schon. Aber trotzdem muss ich ja vorher die Firmen bezahlen. Und dann dreht sich wieder das Hamsterrad. Dann muss ich was investieren, was ich aber jetzt später bekomme oder gar nicht bekomme. Also das ist generell schwierig. Aber ich kann so wiederholen, nichts machen ist keine Option. Und wir dürfen eben nicht vergessen, dass die Leute, die da schon arbeiten, eigentlich so die größte Möglichkeit sind, Personal zu gewinnen. Weil deswegen machen wir jetzt sowas wie Pflege attraktiv zum Beispiel oder Advanced Practice Nursing, all diese Dinge. Weil die Leute vor Ort gute Arbeitsbedingungen wollen und dann spricht es sich auch ein Stück weit rum, ob das ein gutes oder ein schlechtes Haus ist und das ist uns, Lob an alle Mitarbeitenden an der Stelle, bisher gut gelungen, aber es ist natürlich ein Dauerthema, ständig. Ja. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank. Wir machen irgendwann nochmal eine Folge. Wir haben ja genug Themen, ne? Ja, wir finden, glaube ich, genügend. Pflegekompetenzgesetz 2.0, wenn es da kommt. Aber es heißt dann nicht mehr Pflegekompetenzgesetz, es wird dann anders, andere Überschrift, damit man nicht das gleiche nimmt wie Lauterbach vorher. Ja, genau. Irgendwas werden wir finden. Danke dir, viel Spaß. Danke auch. Viel Spaß noch. Ein Thema, was mit Sicherheit auch in den Kliniken sehr relevant ist, ist die Patientensicherheit. Und wir haben über dieses Thema mit Bernd Gruber gesprochen und er hat eine Petition vorgestellt, da könnt ihr jetzt mal reinhören. So, wir sprechen jetzt mit Bernd Gruber, der Beisitzender des Vorstandes im Aktionsbündnis Patientensicherheit ist. Hallo Bernd. Hallo Eva. Du bist auf uns zugekommen, weil du nämlich ein Anliegen hast, weil das Aktionsbündnis Patientensicherheit ist ja sehr aktiv, was Patientensicherheit angeht. Und ihr habt da jetzt eine Petition sozusagen auf den Plan gebracht. Worum geht's denn da? Also die Patientensicherheit im Gesundheitswesen, die muss strukturiert und nachhaltig deutlich verankert werden. Und es gibt schon seit 2021 den sogenannten globalen Aktionsplan für Patientensicherheit von der WHO, also von 2021 bis 2030. Und wir haben jetzt 2024. Das heißt, 3 Jahre ist in Deutschland dazu nichts passiert von Seiten der Regierungsebene. Wir wollen eigentlich eine sichere Behandlung von den Patienten haben und das bedeutet, wir wollen vermeidbare Schäden auch vermieden haben. Wir wollen aber auch, wenn Schäden aufgetreten ist, ein sogenanntes Never-Event-Register. Das heißt, das sind dann Schäden, die am Patienten entstanden sind oder hätten entstehen können, mit Folgeschäden, sowohl monetärer Art für den Patienten, aber auch Lebensqualitätsprobleme. Und man muss offen zu seinen Fehlern stehen. Wenn was passiert ist, das kann passieren, dann muss man darüber reden. Deswegen brauchen wir die sogenannte Never-Event-Register. Und das Ganze muss dann auch bundeseinheitlich laufen, nicht auf Landesebene. Und das muss finanzierbar sein, das muss finanziert werden. Da, wo wir große Probleme mit haben, es kann keine Organisation das jetzt so ohne weiteres aus dem Boden stampfen, sondern wir müssen das finanziert haben. Und wir fordern mit unserer Petition die Regierung auf, dass sie sich darüber Gedanken machen und endlich mal den globalen Plan von der WHO umsetzen sollen, zumindest erstmal anstoßen sollen. Und wir als APS wären bereit dazu, da auch mitzuarbeiten. Und dazu brauchen wir eine Petition, um jetzt überhaupt einen Anstoß in den Petitionsausschuss zu erreichen. Und dazu haben wir jetzt am Montag die Unterlagen vom Petitionsausschuss bekommen und müssen jetzt bis zum 11.12. 30.000 Unterschriften haben. Ja. Und das ist der Grund, warum ich als Ratsmitglied, wo ich sowieso hier auf dem Deutschen Pflegetag bin, gesagt habe, ich nehme schon mal Unterlagen mit und fange schon mal an, Unterschriften zu sammeln. Sehr gut. Ja. Ja, ein wichtiges Anliegen, was ihr da habt. Das sind so auch eure Herausforderungen, die ihr zu allen euren Themen habt, dass ihr motiviert seid und dann an den Entscheidungsträgern scheitert? Ja, nicht nur an den Entscheidungsträgern, sondern auch an den Akteuren. Wir haben leider das Problem, dass einige Landesärztekammern aus dem APS jetzt ausgetreten sind. Ärzte haben ja sowieso ein kleines Problem damit, wenn man über Fehler spricht. Die Fehlerkultur ist in Deutschland schlecht. Fehler passieren. Wenn Fehler passiert sind, muss man offen, ehrlich, wahrhaftig damit umgehen. Das ist meine Grundüberzeugung schon seit Jahrzehnten.
Und die Ärzteschaft denkt, wenn wir so ein Never-Event-Register haben, dass wir denen was wollen, dass wir der Berufsgruppe was wollen. Nein, wir wollen nur vermeidbare Schäden oder Schäden, die entstanden sind, nicht, dass sie nochmal passieren, dass wir voneinander lernen. Mhm. Das heißt, wir müssen uns über Fehler unterhalten. Und wenn ein Fehler da war, muss man den beschreiben, man muss den besprechen, man muss gucken, woran nach ist. Viele Fehler passieren durch Personen, das ist menschliche Fehler. Das kann durch Überlastung sein, durch Unkenntnis, fehlende Qualifikation etc. etc. Und das muss man ausmerzen. Das kann man nur dann, wenn man darüber spricht. Sehr gut. Ja, vielen Dank. Gerne. Viel Spaß noch und viel Erfolg beim Stimmensammeln. Euch auch. Viel Spaß hier bei der Übergabe. Danke. Bitte. Auch der Hochschullehrer haben wir uns zugewandt. Wir waren am Stand der FH Münster und haben uns dort mit Markus Münch unterhalten. Und hört mal rein, was er zu den Herausforderungen zu erzählen hat. Also wir stehen jetzt hier am Stand der FH Münster. Mit wem spreche ich denn? Mit Markus Münch und bin Lehrkraft für besondere Aufgaben am Fachbereich Gesundheit der FH Münster. Und warum habt ihr hier einen Stand? Wir haben beschlossen, so vom Fachbereich aus, dass wir uns einfach auch mal zeigen wollen. Also heute hat sich herausgestellt, dass es hier auch sehr gut ist im Sinne von Studierenden Interessierten. Hätte nie gedacht, haben heute wegen dem Junge Pflegekongress echt einen hohen Zulauf von Interessierten. Aber der Ansatz war eigentlich, dass wir uns als Fachbereich bei dem Kongress, bei dem Deutschen Pflegetag zeigen wollten. Mit Leuten ins Austausch kommen, netzwerkeln. Und das bewahrheitet sich im Augenblick sehr gut. Was sind denn, was würdest du sagen, von Hochschulseite, was sind so die aktuellen Herausforderungen, denen ihr so begegnen müsst? Das eine ist sicherlich, dass Studierende auf eine Praxis treffen, die sehr groß mit großen Hürden beschäftigt ist, wie Personalmangel, auch Veränderungen im Gesundheitssystem. Jetzt gerade jüngst heute Nacht, welche Entwicklungen da passieren, das mögen wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen. Und das merkt man immer sehr, sehr deutlich, dass das auch Herausforderungen für Studierende sind, auch ob man sich für ein Studium entscheidet. Aber ich finde halt, Menschen zu motivieren, das auch nochmal ein Studium zu machen, das ist, finde ich, ein wichtiger Auftrag. Und das merkt man auch in den Gesprächen, dass sie Interesse haben und das ist wirklich wichtig. Ist, die dann auch zu fördern und zu unterstützen, dass man diesen Weg nicht verliert. Ja. Und den anderen, was sich herausstellt, ist dieser Transfer von Theorie und Praxis. Das habe ich jetzt in mehreren Gesprächen erlebt, dass die Leute vielleicht manchmal Sorgen haben, dass Hochschule und diese Bereiche zu weit von der Praxis entfernt sind. Und das ist eine Hürde, die müssen wir auflösen. Was kann man bei euch studieren? Ich meine, ihr geht auch in die APN-Richtung jetzt, oder? Ganz genau. Wir haben schon einen Master im Bereich Palliative Care. Jetzt haben wir einen APN-Master im Bereich Critical and Intensive Care, ganz neu. Am nächsten Sommersemester. Aber letzten Endes haben wir drei große Säulen. Pädagogik, der Bildungsbereich, der war schon immer sehr stark bei uns im Fachbereich, Management auch vertreten. Und der klinische Bereich ist ja auch über die dualen Pflegestudiengänge, Therapie und Gesundheitsmanagement etc. auch sehr gut vertreten. Ja. Jetzt ist es ja auch so, wenn man jetzt APN werden möchte, was sagst du dann den Studierenden, wo sie danach landen? Also wie siehst du so die Potenziale? Weil im Moment habe ich den Eindruck, das muss sich auch noch in den Kliniken entwickeln und Tätigkeitsprofile sich entwickeln. Wie schätzt du das so ein? Ich finde, dass der Prozess dieser Beschäftigungsfähigkeit, also Employability, dass sie in der Praxis ankommt, der läuft immer noch. Das merken wir auf Bachelor-Ebene. Master finde ich es nochmal herausfordernd. Und auch wenn sich jetzt über Gesetzgebung was tut, bin ich sehr positiv gestimmt. Aber ich sehe die Herausforderung, dass diejenigen, die das studieren, immer auch noch selber Praxis sensibilisieren müssen, was ihre Aufgabe sein kann. Das ist eigentlich der verkehrte Weg. Aber das ist, finde ich, noch eine Herausforderung, die immer noch bestehen bleibt, dass die Praxis nicht immer das Potenzial, sowohl auf Bachelor-Ebene, aber jetzt vor allen Dingen im Hinblick auf APN, noch nicht so erkannt hat. Und dass nur wenige Kliniken das schaffen, die adäquat einzusetzen, Konzepte zu haben oder Ähnliches. Das ist, finde ich, glaube ich, noch etwas, da haben wir auch einen Auftrag als Hochschule, aber wir können es der Praxis nicht abnehmen. Ich glaube, in der Zusammenarbeit muss sich da was tun, um die Einsatzfelder zu entwickeln. Auch wenn wir es gesetzlich verankert haben werden, ist es in der Praxis noch nicht überall angekommen und braucht auch noch Zeit. Ich habe den Eindruck, dass die Häuser auch dann natürlich die Herausforderung haben, dass solche Stellen dann auch zu vergüten. Ist das auch so die Rückmeldung, die ihr bekommt oder was sind die Herausforderungen da mit den Projektpartnern oder den Kooperationspartnern? Das ist schon eine konkrete Frage von Studierenden. Was sagen wir denn in der Bewerbung? Ich nehme jetzt mal Studierende, die am Ende des Studiums sind, die Initiativbewerbung machen und da halt auch ein Gespräch führen. Was sagen wir denen denn? Können wir da überhaupt nachfragen, nach Vergütung, mehr Vergütung? Oder ist es schwierig, immer auch klare Argumente zu sagen? Also ich habe schon sehr klar den Standpunkt, dass es Einsatzfelder gibt und wo man Rücksicht darauf nehmen muss, dass sie halt auch erweiterte Tätigkeiten haben. Das ist im Augenblick auch auf wissenschaftliche Tätigkeit, wissenschaftliches Arbeiten, dass man ihm Rechnung tragen muss, wenn man zum Beispiel auch in der Qualitätsentwicklung tätig ist oder Ähnliches. Aber diese
Gespräche und auch das Problem, dass sie adäquat vergütet werden und dass das Studium auch eine Berücksichtigung finden, das hat weiterhin Bestand und ist auch eine häufige Frage von Studierenden, wenn das Studium zu Ende geht. Vielen Dank dir. Viel Erfolg noch. Besonders gefreut haben wir uns, als der nächste Gast uns angesprochen hat und gesagt hat, hey, ich höre euch schon sehr, sehr lange und ihr begleitet mich eigentlich seit Beginn meiner Ausbildung. Und wir haben ihn danach überredet, doch kurz Platz zu nehmen an unserem Stand und haben ihm ein Mikrofon in die Hand gegeben. Aber hört selber, was der Benjamin zu erzählen hat. Wir sitzen hier gerade am Stand mit Benjamin und er hat uns gerade angesprochen und gesagt, er ist ein großer Fan der Übergabe. Benjamin, wer bist du und was machst du hier auf dem Deutschen Pflegetag? Ja, mein Name ist Benjamin Thiel, ich bin Pflegefachmann und studiere angewandte Pflegewissenschaft an der Katholischen Hochschule in Freiburg. Ich arbeite in der Uniklinik Freiburg auf der neurochirurgischen Intensivstation. Ich bin durch Social Media tatsächlich ursprünglich auf den Deutschen Pflegetag aufmerksam geworden. Das hat mich dann interessiert. In verschiedenen Insta-Stories hat man auch immer wieder gesehen, dass hier eben auch die InfluencerInnen unterwegs sind in der Pflegebubble in Anführungsstrichen und natürlich auch der Übergabe-Podcast. Deswegen wollte ich hier mal herkommen und mir das anschauen. Und der Eindruck vom ersten Tag für mich, sehr breit aufgebaut. Ich habe mir schon verschiedene Veranstaltungen angehört. Heute Morgen natürlich das Anfangsstatement von unserem Gesundheitsminister, der ja auch nochmal die Wichtigkeit unseres Berufsfelds präzisiert hat und auch die Wichtigkeit der Pflegewissenschaft, was für mich dann auch sehr relevant war, diese Aussagen. Und ja, ich bin einfach gespannt, was mich hier noch erwartet und bin natürlich super froh, euch jetzt hier gerade kennenlernen zu dürfen. Wir haben vorher schon kurz drüber gesprochen. Die Übergabe begleitet mich schon, seit ich in der Ausbildung war und auch das Pflegeupdate. Ich bin eigentlich ein sehr treuer Hörer, höre ich jede Woche oder immer, wenn ihr veröffentlicht und habe mir da auch viele Inspirationen für Hausarbeiten, für wissenschaftliches Arbeiten geholt, immer wieder neue Inputs und dafür bin ich euch sehr, sehr dankbar. Oh. Das war wirklich klasse. Also für uns ist das immer ein super Feedback, weil dann weiß man einfach immer, warum man das macht. Voll. Weil, ja. Sehr cool. Gibt es noch irgendwas, worauf du dich sehr freust am Pflegetag? Also irgendeinen Vortrag, wo du sagst, den werde ich mir unbedingt anhören? Ja, ich bin sehr gespannt auf eine Veranstaltung morgen zum Thema Advanced Practice Nursing, weil ich das tatsächlich überlege, da im Master in die Richtung zu gehen. Und ansonsten auch alles, was mit dem Pflegekompetenzgesetz zu tun hat. Hm. Ja. Du hast ja gerade schon erzählt, wo du arbeitest. Was wünschst du dir so für dein berufliches Tätigkeitsfeld? Ich habe das Glück, dass ich in einer Klinik arbeite, wo pflegewissenschaftliche Arbeitsfelder schon bestehen, wo die schon existieren, auf verschiedenen Ebenen. Wir haben dreigliedrige Stationsleitungsteams aus einer organisatorischen, einer pädagogischen und einer pflegefachlichen Leitung. Und die pflegefachliche Leitung hat als Mindestqualifikation einen pflegewissenschaftlichen Bachelorabschluss. Wir haben aber auch noch ein Pflegepraxiszentrum, wo wirklich auch Pflegeforschung, klinische Pflegeforschung betrieben wird. Ich wünsche mir in Zukunft, dass noch mehr evidence-based Nursing und Evidence-Based Practice stattfindet in der Praxis, weil ich eben den Effekt durch mein Studium auch bemerkt habe. Also wie können wir angewandte Pflegewissenschaft im Prinzip in die Praxis reinbringen? Wie können wir wissenschaftliche Erkenntnisse, wie können wir wissenschaftliche Evidenz nutzbar machen? Das würde ich mir wünschen, dass das in Zukunft einfach vielleicht auch gesetzlich noch besser verankert wird. Ja, da sind gewisse Entwürfe. Auch wenn jetzt leider die Bundesregierung gestern Abend abgekackt hat, existieren ja gewisse Entwürfe, genau. Und da bin ich mal gespannt, was sich da noch tut. Aber generell möchte ich auch sagen, ich habe meine Ausbildung im Jahr 2020 begonnen, habe 2023 meinen Abschluss gemacht, währenddessen schon studiert, bin jetzt in der Endphase vom Studium. In diesen 4 Jahren hat sich schon eine ganze Menge getan. Und das stimmt mich doch sehr positiv für die Zukunft. Sehr schön. Ich habe jetzt auch einen Fanboy-Moment von dir, weil du unser Fan bist. Ja, vielen Dank, dass du da bist und dass du auf uns zugekommen bist. Wir wünschen dir noch viel Spaß. Vielen lieben Dank. Das war der erste Tag vom Deutschen Pflegetag. Wir freuen uns, dass ihr bis hierhin gehört habt. Und wir melden uns in den nächsten Tagen mit der zweiten Folge zum Deutschen Pflegetag. Da gibt es noch weitere spannende Einblicke. Und wir haben ganz unterschlagen, dass wir noch auf der Bühne waren heute. Jo! Wir haben live einen Podcast aufgenommen mit niemand geringerem als Christel Wienstein. Alter, das war wirklich nicht einstudiert.
Das war ganz spontan. Wir machen ihm immer wieder Angst. Nein, das... Mir auch. Das ist einfach diese Connection, die Max und ich haben, weißt du? Das funktioniert schön. Auch virtuell sozusagen. Das ist schön. Nein, genau, wir haben mit Christel Bienstein einen Live-Podcast eingesprochen. Das war total cool, eine coole Erfahrung, muss ich sagen. Ein sehr spannendes Gespräch. Auch ein sehr spannendes Gespräch, genau. Und deshalb für euch schon mal ein kleiner Teaser. Dieser Live-Podcast, den haben wir natürlich aufgezeichnet und der wird am Samstag veröffentlicht. Und Eva, das ist dann eine besondere Übergabefolge. Ja, werden am Samstag unsere 150. Übergabefolge veröffentlichen und das hat genau gepasst. Wahnsinn. Als hätten wir das 2018 schon durchgerechnet, dass es genau passt. Freuen wir uns natürlich, also Samstag gerne reinhören, da veröffentlichen wir wie regelmäßig über den Übergabekanal und dann hört ihr Christel Bienstein eine halbe Stunde lang. So ist es. Und wir gucken uns jetzt hier noch ein bisschen um, führen vielleicht noch ein, zwei Gespräche, gehen dann nachher auf die Pflegeparty und dann sind wir morgen früh wieder in aller Frische hier auf dem Deutschen Pflegetag. Ja, genau. Und ihr hört mit. Ihr seid dabei. Ihr seid dabei. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Wir freuen uns und melden uns jetzt ab. Tschüss. Adieu. Ciao. Tschüss.